Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen heute vom Open Flair Festival. Und heute dreht sich alles darum herauszufinden, welche Festivalgegenstände dürfen auf einem Festival gar nicht fehlen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Antworten. Um das Ganze noch eine Steigerung zu geben, werden wir auch doppelte Gegenstände hier nicht akzeptieren. Also es muss jedes Mal ein neuer genannt werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wir legen jetzt los. Welcher Festivalgegenstand darf bei einem Festival nicht fehlen? Gute Musik. Welcher Festivalgegenstand darf bei einem Festival nicht fehlen? Auf jeden Fall eine Powerbank. Jeder darf nur einen Gegenstand sagen. Also wenn jetzt wir noch irgendjemanden interviewen, dann darf der nicht mehr gute Musik sagen. Das heißt, du darfst das hier gerne einmal notieren. Komm her. Gucken, ob er das noch hinkriegt. Komm her. Powerbank. Ne, da bin ich raus. Gute Musik haben wir uns notiert. Mega. Bier auf jeden Fall. Bier, okay. Aber Bier hatten wir noch nicht. Aber auch der Campingstuhl eigentlich. Ja, du darfst dich jetzt entscheiden, Bier oder Campingstuhl? Obwohl, ja, die Frau darf entscheiden. Bier oder Campingstuhl? Ich wäre eigentlich für Konfetti gewesen. Konfetti, komm her, ihr dürft beides aufschreiben. Einmal aufschreiben. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Meine Maus. Die Maus. Moni. Bist du die Moni? Ah ja. Ich finde, ihr habt auch ungefähr die gleiche Haarfarbe, ne? Ja. Mega. Optisch abgepasst. Schreib für mich mit. Kannst du nicht mehr? Ich kann nicht mehr schreiben, nee. Okay. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Welcher Festivalgegenstand? Boah, gute Frage. Sonnenbrille, würde ich sagen. Sonnenbrille, haben wir heute noch nicht gehört. Darfst du gerne einmal auf der Liste notieren. Okay. So, pass auf, einmal aufschreiben. Ich brauche am Ende nämlich eine Liste, welche Gegenstände unverzichtbar sind. Maus. Wie lange bist du schon vergeben? 3 Jahre. 3 Jahre, okay. Schon verheiratet? Nein. Warum das denn? Keine Kinder? Möchtest du nicht? Doch, eigentlich schon. Aber? Er kommt nicht in die Pötte. Er kommt nicht in die Pötte. Das ist ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Genau, ne? Du hörst es. Komm in die Pötte. Okay, Mama möchte auch? Mama möchte total. Die freut mich schon. Okay, dann fragen wir Mama ganz kurz. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Klopapier. Mama möchte, dass Tochter mal für Nachwuchs sorgt. Hab ich gehört. Ja, ja. Eins nach dem nächsten. Erstmal Spaß haben. Und dann gucken wir weiter, ne? Erstmal Spaß und dann gucken wir weiter. Ja. War das auch damals dein Motto? Na sicher. Klopapier. Ich kann nicht so gut schreiben, aber einfach. Ja, komm her. Einfach drauf. Kannst du. Ja, ja. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Oropax. Wenn du jetzt noch willst, kannst du auf der anderen Seite einen Schnitt malen. Oh ja. Oh, jetzt hast du mir alles vorweggenommen, ne? Ich bin so offensichtlich, oder? Oh, der war auch nicht so gut. Das ist eher eine Rakete geworden. Was ist das denn? Sorry. Oropax, hast du ja dabei, wie ich sehe. Habe ich dabei. Ah, dein Glück. Ich habe Peterstadt gekauft, weil ich keine mit hatte. Naja, ich hoffe, deiner sieht nicht so aus. Na, nicht so richtig. Nein. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Ein Becher Bier eigentlich. Warte, ich guck mal auf meine Liste. Wurde schon genannt. Du musst leider einen anderen nehmen. Ach je. Ja, dann ist es natürlich die Ehefrau. Die Ehefrau. Die steht bestimmt noch nicht drauf. Die steht noch nicht drauf, die darfst du gerne einmal raufschreiben. Kurze Frage nicht. Du bist hier ein bisschen VIP. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Na gut, okay. Hallo. Herzog und du. Hallo. Hallo. Ist das euer kleiner Ruf? Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist der Haken zum Menschenangeln. Wir wollen heute wissen, welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Bosse. Und nachher auf der Seebühne Il Civiti. Das ist eine Band. Ja. Seid ihr ein Paar? Ja. Ah, ihr habt euch gerade noch mal kurz angeguckt, als wenn ihr überlegen müsstet. Ja, ist ja leider erst 5 Jahre. Da muss man ja dann noch. Da muss man noch mal kurz die Rückversicherung. Ja, ja. Okay. Vom Eichhörnchenclub. Eichhörnchenclub? Ja. Okay. Warum Eichhörnchen? Weil wir alle eine Gemeinschaft aus Eschwege sind. Ah ja. Jedes Jahr zum Open Flair kommen. Okay. Und dann seid ihr die Eichhörnchen? Ja. Welcher Gegenstand? Ach so, welcher Gegenstand? Was? Natürlich der Tetrapack. Der Tetrapack steht noch nicht auf unserer Liste, darfst du gerne einmal aufschreiben. Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Ein Bett, eine Luftmatratze und Bier. Bier. Okay, wir haben hier schon eine Liste. Bier steht schon drauf, da müsst ihr leider was anderes werden. Also, dann natürlich klassisch der Trichter. Der Trichter, der steht noch nicht drauf. Kannst du noch schreiben oder ja. Hast du schon einen im Tee? Das habe ich auch schon. Welcher Gegenstand? Die Eichhörnchen. Die Eichhörnchen, die stehen natürlich noch nicht auf meiner Liste. Pass auf, ja, da ist die Kamera.
Einmal winken. So, super? Ja, man merkt es auch ein bisschen. Aber naja, okay. Ist nicht schlimm. Mein Getränk ist mit Helbing gemischt. Oh, ja, warum nicht? Okay, mit wem bist du hier? Du wirktest hier gerade so ein bisschen verloren. Nee, meine Freunde sind irgendwo und ich habe die verloren. Deswegen oh nein. Muss ich die jetzt mal suchen. Ja, dann such die mal lieber. Jetzt hast du einen Mann, bist du verheiratet? Nein. Single? Ja. Warum? Einfach so, weil es am besten ist, glaube ich. Wem bist du hier? Das sind alles Freunde bei mir. Du hast nur weibliche Freunde? Ja, klar. Bei dir läuft's, ne? Bei mir läuft's richtig. Alter. So muss es sein, oder? Oh, wer ist er denn hier? Um was geht's hier? Das ist eine Lesbe. Du bist eine Lesbe? Ich bin schwul. Und lesbisch? Ja. Beides. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Haben wir schon gehört. Und Klopapier. Haben wir auch schon gehört. Bihunsuppe. Bihunsuppe ist richtig gut. Welcher Gegenstand ist auf einem Festival unverzichtbar? Bier. Den haben wir schon auf der Liste stehen. Anderer. Oh. Ich würde jetzt mal aus Frauensicht sagen, eine Slip-Einlage. Ne, was? Eine Slip-Einlage. Eine Slip-Einlage. So, die haben wir auf unserer Liste noch nicht stehen. Ehrlich, darfst cool. Du gerne einmal draufschreiben. Warte, ich gebe dir einen Stift. Bier. Bier. Haben wir, glaube ich, schon auf unserer Liste stehen. Du musst leider einen anderen nennen. Oha. Ravioli. Ravioli. Haben wir noch nicht? Musik, Kondome. Kondome, ja. Kondome. Kondome, ja. Jawohl. Kondome. So, einmal aufschreiben. Lea sagt. Wie viele Suppen haust du davon während des Festivals weg? Alle. Ja. Okay. Ich bin Ostkind. Warte, was wollte ich jetzt eigentlich schreiben? Kondome. Von wegen kinderfrei. Ich habe auch einen Insta-Kanal. Lilly und Easy, das sind meine Muschis. Also meine Katzen. Könnt ihr auch gerne mal folgen. Okay, du hast Muschis zu Hause. Ich habe zwei Muschis zu Hause, ja. Zwei? Plus meine Frau. Was ist das für ein Zeichen? Das ist the Best of the Rest Camp. Wir finden uns alle wieder. Wir sehen uns alle wieder. Hast du welche dabei? Nee. Warum denn nicht? Ja, im Camp habe ich die. Ach so. Ja. Okay. Die hat doch einen Freund, hier der. Ah, die Lesbe? Ja, genau. Ich muss von dir wissen, welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Klopapier. Haben wir schon gehört. Scheiße. Scheiße? Nein. Auf der Rückseite brauche ich einen Pimp von dir. Guck mal, das hat vorhin einer gemalt. Ich mache einen schöneren. Einen richtig schönen. Good to know. Bierbonktisch. Den haben wir noch nicht. Kannst du gerne einmal aufschreiben? Wie groß bist du? 1,96 Meter. Oh, 1 Zentimeter größer als ich. Oh, das sieht man aber, ne? Das sieht man. Die Größe, also manchmal kann ja 1 Zentimeter auch entscheidend sein. Das stimmt. Man sagt ja, jeder Mensch hat 2 Meter, ne, bekommen und... Aber das halte ich für ruhig, das stimmt nicht. Nein, nein. Dann hätten wir ja gar nichts vorzuweisen. Das stimmt. Was ist das denn für ein Ding? Das sieht so deiner. Das ist deiner. So sieht dein Schwengel aus, oder was? Mal 10. Okay, zeig mal einmal die Kamera. Mal 10. Meine Aufkleber von meiner Band. Wie wär's damit? Oh, du hast eine Band. Ich habe eine Band, ja. Mega, dann darfst du gerne mal Aufkleber aufschreiben. Okay, wollen wir die ganze Zeit handschütteln oder eher weniger? Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Wer ist dein Freund von denen dahinter? Gar keiner, zum Glück. Zum Glück? Du bist Single? Ja. Warum? Weil es besser so ist. Ranzer, so heißt deine Band? Yes. Alle gerne mal auch auf Spotify abchecken. Ja, wir haben gerade ein Demo rausgebracht. Ja. Ja, okay, super. Ranzer. Thrash Metal aus Kassel. Geilst du? Aus Kassel. Und ich bin der Schlagzeuger. Oh, die Schlagzeuger, die schleppen die meisten Frauen ab, oder? Das stimmt, ja. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Herzlich willkommen. Auf jeden Fall Hygienetücher. Hygienetücher? Ja. Mensch, das ist doch langweilig, oder? Nein, das ist ein Klassiker. Ja? Haben wir zwar auf jeden Fall noch nicht auf unserer Liste stehen. Hygienetücher? Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Boah, ein Stuhl. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Dieses Jahr auf dem Apple Tree und habe meinen Stuhl vergessen. Das war so scheiße. Also Stuhl haben wir, glaube ich, noch nicht. Darfst du gerne einmal aufschreiben? Mit dem Schreiben läuft noch bei dir, ne? Oh, weiß ich nicht. Hygiene wird ja auch nicht so groß geschrieben. Festivalgegenstand. Das ist schwer. Bier halt. Bier? Gegenstand, ja, oder? Bier haben wir aber schon auf der Liste stehen. Das dürfen wir leider nicht nochmal nennen. Langweilig, ne? Ja. Klopapier, ja. Haben wir auch schon gehört. Definitiv. Kannst du noch schreiben? Ich bin nüchtern, leider. So, liebe Freunde, was ist denn nur los mit dir? Kein Freund, kein Alkohol, es läuft nicht. Muss. Okay. Wie sieht's mit dem Vibram aus? Kannst du draufschreiben, wenn du willst. Du musst mir sagen, ob der unverzichtbar ist. Ich finde, der ist absolut verzichtbar. Wie sieht's mit dem Vibram aus? Nee,
Den braucht man nicht beim Festival. Wofür denn das? Also ja, wofür weiß ich denn? Auch nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Welcher Festivalgegenstand ist unverzichtbar? Boah, Klopapier. Klopapier, das haben wir aber schon gehört heute. Du musst dir leider was anderes einfallen lassen. Boah, was anderes. Tatsächlich ist es mein erstes Festival, also muss ich mal ein bisschen rattern. Ah ja. Oh. Was soll es sein? Keine Ahnung. Geld. Darf ich mal das kurz haben? Yvonne, gib mal her. Bier ist immer gut. Bier steht doch schon drauf. Wie sieht's mit einem Vibrator aus auf dem Festival? Habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nee. Dafür habe ich einen Kerl. Ah, ja. Okay, das war's hier vom Open Flair Festival in Eschwege. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und weil ihr demnächst vorhabt, ein Festival zu besuchen und fragt, welche Gegenstände nehme ich eigentlich mit, habe ich jetzt die ultimative Liste für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.